noches a todos. Les voy a leer este pequeño discurso. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, hoy estamos reunidos para conmemorar el 10º aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque es la parte más importante de nuestra gran historia como pueblos indígenas, porque es cuando los pueblos indígenas zapatistas que se levantaron en guerra contra el olvido, contra la discriminación, contra el saqueo de nuestras riquezas naturales, contra la explotación y opresión, en contra toda clase de injusticia, que desde hace más de 500 años hemos venido padeciendo los pueblos originarios de estas tierras. Am 1. Januar 1994 wurde die Weltöffentlichkeit aufgerüttelt. Unter der Losung »Ja basta, es reicht« besetzten tausende Indigene 7 Städte im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas. Weite Teile der Bevölkerung im Süden des Landes sind bis heute von extremer Armut, Rassismus und Unterdrückung betroffen. Die Zapatistas haben sich für Land, Gesundheit, Bildung, Freiheit, Demokratie, Frieden und Gerechtigkeit erhoben. Ihre Bewegung, die Zapatistische Armee zur nationalen Befreiung, kurz EZLN, benannten sie nach Emiliano Zapata. Der Bauernführer hatte während der Mexikanischen Revolution von 1910 unter der Losung Land und Freiheit für die Rechte der Benachteiligten gekämpft. Doch die Errungenschaften der Revolution, darunter die Agrarreform, sind nie im Süden des Landes angekommen. Das Datum des Aufstands wurde mit Bedacht gewählt. Am 01.01.1994 trat zwischen Mexiko, USA und Kanada das Freihandelsabkommen NAFTA in Kraft. Für die Mehrheit der mexikanischen Bevölkerung bedeutet dies weitere Verelendung. Die EZLN selbst lehnt die Übernahme der Staatsmacht ab. Sie fordert eine tiefgreifende Demokratisierung des gesamten Landes und die Abkehr von der neoliberalen Wirtschaftspolitik. Jahrzehntelang hatten die Menschen mit friedlichen Mitteln auf ihre miserable Situation aufmerksam gemacht. Doch erst mit Beginn der Revolte der EZLN wurde das Elend in Chiapas ein Thema. Die Regierung reagierte mit Repression. Sie entsendete über 17.000 Soldaten in das Konfliktgebiet. Über 400 Menschen kamen ums Leben. In ganz Mexiko und weltweit solidarisierten sich zahlreiche Menschen mit den politischen Forderungen der EZLN. Sie verlangten ein Ende der Kampfhandlungen von der Regierung und der EZLN. Durch diesen Druck wurde nach 2 Wochen Bürgerkrieg der Waffenstillstand erreicht. Seitdem unternahm die EZLN keine militärischen Aktionen. Sie kämpft nun mit zivilen Mitteln für eine Verbesserung der Lebenssituation der Bevölkerung. In Mexiko leben 2006 etwa 106 Millionen Menschen. Mexiko gilt als Schwellenland und weist beachtliche makroökonomische Daten auf. Doch der gesellschaftliche Reichtum ist äußerst ungleich verteilt. Eine kleine weiße Oberschicht, rund 10%, stellt die politische und ökonomische Elite des Landes. Jede zweite Person lebt in Armut, etwa jede vierte in extremer Armut.
Drei Viertel der Bevölkerung sind Mestizen, also Nachkommen der ursprünglich dort lebenden Menschen und der europäischen Eroberer. Rund 15% sind Indigene. Insgesamt gibt es 56 indigene Bevölkerungsgruppen mit jeweils eigener Sprache und Kultur. Die Mehrheit davon lebt im Süden des Landes. Der südliche Bundesstaat Chiapas ist eine der ärmsten Regionen Mexikos. Und das, obwohl es dort überdurchschnittlich viele Rohstoffe wie Wasser, Öl, Bodenschätze und eine große biologische Vielfalt gibt. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung ist jedoch vom gesellschaftlichen Reichtum ausgeschlossen. Seit Jahrzehnten profitieren fast ausschließlich Regierungsfunktionäre, Großgrundbesitzer und transnationale Konzerne von den natürlichen Ressourcen. Bis 1994 teilten sich wenige Familien die fruchtbaren Ländereien von Chiapas. Besonders die Landbevölkerung litt unter der Lohnsklaverei der Großgrundbesitzer. An heilbaren Krankheiten wie Masern, Erkältung, Durchfall oder Fieber starben jährlich etwa 15.000 Menschen. Da die vorherrschende Politik keinerlei Einflussmöglichkeit zuließ, organisierten sich viele Indigene in der basisdemokratischen zapatistischen Bewegung. Nach 10 Jahren Vorbereitung besetzte und verteilte die EZLN Anfang 1994 über 100.000 Hektar Land. Nach dem Waffenstillstand vom 12. Januar 1994 begannen Verhandlungen zwischen Regierung und Zapatistas. Ursprünglich wollten sie über 4 Themen verhandeln: indigene Rechte, Wirtschaftspolitik, Demokratisierung und die Verbesserung der Situation der Frau. Doch die Regierung setzte bereits den ersten gemeinsamen Vertrag von 1996 nicht um. Dieser wird als Abkommen von San Andrés bezeichnet und garantiert die indigenen Rechte. Die EZLN brach daraufhin den Dialog ab. Die Zapatistas ihrerseits halten das Abkommen von San Andrés ein. Sie arbeiten unter großen Mühen am Aufbau eigener Strukturen. Ihre Autonomie verstehen sie dabei nicht als Loslösung von Mexiko. Das Ziel ist eine demokratische Stärkung der Gemeinden und Landkreise gegenüber dem Zentralstaat. Queremos nosotros que luchamos por la autonomía. Ese es, es el lo más importante. Por eso ya no es necesario que vamos a pedir una orientación, por ejemplo, ante el gobierno, ante los grandes funcionarios que vienen a aconsejar a los autoridades autónomas. Ya no, eso ya no vamos a permitir, sino que caminamos solo. Caminamos a ver las cosas, lo que necesita el pueblo, lo que quiere el pueblo, así lo que queremos. Esa es una autonomía, para que queden en su mano a los campesinos, a los indígenas, para que así vamos caminando poco a poco. Sí, ese. Los zapatistas, a decirles de frente, en alto, que ningún pueblo zapatista recibe el proyecto del gobierno. In der Öffentlichkeit und vor der Presse treten die Zapatistas mit schwarzen Skimasken auf, den sogenannten Pasamontañas, oder mit vorgebundenen Halstüchern. Die Masken dienen als Schutz vor Verfolgung durch die Paramilitärs und die Sicherheitskräfte der Regierung. Gleichzeitig symbolisieren sie den gemeinschaftlichen Widerstand. Denn erst seitdem die Zapatistas mit verhüllten Gesichtern auftreten, hört ihnen die mexikanische Gesellschaft zu. Im Hochland, im Norden und in der östlich gelegenen Regenwaldregion von Chiapas befinden sich die Hochburgen der zapatistischen Bewegung. In rund 1000 Dörfern, die in 29 unabhängigen Landkreisen organisiert sind, üben sie ihre basisdemokratische Selbstverwaltung aus. Die Zapatistas koordinieren die Landkreise über 5 regionale Verwaltungs- und Logistikzentren. Diese nennen sie Caracoles, auf Deutsch Schneckenhäuser.
Den Großteil der politischen Arbeit führen Beauftragte der Bewegung auf Gemeinde- und Landkreisebene durch. Dazu zählen Rechtsprechung, Gesundheit, Bildung und Landfrage, Handel, Kultur und anderes. Die Bewegung verfügt nicht über ein geschlossenes Territorium. Nicht selten liegt neben einer zapatistischen Gemeinde ein Dorf, das der Regierungspartei nahesteht. Darüber hinaus gibt es gespaltene Gemeinden. Ein Teil unterstützt die EZLN, ein anderer Teil erhält Zuwendungen der Regierung. Die Zapatistas selbst nehmen keinerlei Unterstützung vom mexikanischen Staat an. Sie bauen ihre Strukturen mit unbezahlter Gemeinschaftsarbeit auf. In den 5 Verwaltungszentren arbeiten die regelmäßig rotierenden Räte der guten Regierung der Zapatistas. Anders als bei der staatlichen Regierung wird allen Funktionsträgerinnen und Trägern die Stimme von der Bevölkerung nur geliehen. Sie sind also jederzeit absetzbar, wenn sie nicht zur Zufriedenheit der Basis arbeiten. Die zentralen Aufgaben der Räte sind die Förderung einer ausgewogenen Entwicklung in den zapatistischen Bezirken sowie die Vermittlung bei in- und externen Konflikten. Zudem achten sie auf die Einhaltung der Gesetze. In vielen zapatistischen Gemeinden machen Wandbilder und Schilder auf das Politikverständnis der Zapatistas aufmerksam, wie hier im Verwaltungssitz von Morelia. Sie befinden sich auf zapatistischem Territorium. Hier befiehlt die Bevölkerung und die Regierung gehorcht. Die Bewegung hat den Anspruch, den Willen ihrer Gemeinden umzusetzen. Dieses basisdemokratische Prinzip nennen sie gehorchendes Befehlen. La Junta de Buen Gobierno no puede decidir por sí mismo, pues, a fuerza. Tal vez la Junta sí puede, se propone. Y aquí el que decide al final es el pueblo, no es la Junta. Y el lunes me encontré un piojo y hasta el martes lo agarré. Para poderlo lanzar sin corriata reventé. Para poderlo alcanzar 7 caballos cansé. Para poderlo matar 9 cuchillos quebré. Para poderlo guisar a todo el pueblo invité. De los huesos que quedaron un potrerito se quedé. Camino para León y bajo mi zapatero. Y ya me daba el ingrato 20 reales por el cuero. El cuerito no lo vendo, lo quiero para botines. Para hacerle su calzado a esa bola de catrines. El cuerito no lo vendo, lo quiero para tacones. Para hacerle su calzado a esa bola de carteras y carteritas, bolsitas para guardar, volantes, los necesarios y poderme organizar. No nosotros como Junta de Buen Gobierno vayamos a imponer algo que no es en consenso a las comunidades. Y entonces tendría que ser así por acuerdo. Y no solo, o sea, los letreros son también para que las juntas de buen gobierno respete al pueblo, pero más al gobierno, al mal gobierno, como le decimos nosotros. Los malos gobiernos es como es que lo vea y que respete. Le señalamos que respete a las comunidades indígenas, porque él siempre va y impone las cosas, sus proyectos, sus soldados, todos. Die mexikanische Journalistin und Buchautorin Gloria Muñoz lebt seit über 8 Jahren in zapatistischen Gemeinden. Sie konnte einen weitreichenden Einblick in den Alltag der Bewegung gewinnen. Bueno, en estos momentos, después de 10 años de su levantamiento indígena del 1 de enero de 1994,
los zapatistas están organizando sus proyectos de sus sistemas de educación, de salud, de comercio, de comunicación alternativa, de justicia, en cada uno de los 29 municipios autónomos en los que tienen presencia. Ein wichtiges Anliegen der Bewegung ist die medizinische Versorgung der Menschen. Daher arbeiten die Zapatistas seit Jahren am Aufbau eines eigenen Gesundheitssystems. Die Klinik von Oventic ist für die lokalen Verhältnisse überdurchschnittlich gut ausgerüstet. Die miserable Gesundheitsversorgung war ein wesentlicher Grund für den Aufstand. Vor 1994 starben viele Menschen an heilbaren Krankheiten. Ärztliche Versorgung war nicht vorhanden, nicht bezahlbar oder kaum erreichbar. Mittlerweile hat sich die Situation verbessert, wie ein Gesundheitspromotor berichtet. Como antes, no hay promotores de salud, pero hay muchas enfermedades. Hay muchos muertos. De los niños, hombres, mujeres y ancianos y ancianas y todo. Pero ahorita ya cambiamos un poco. Tiene poco muertos los niños. Pues por el esfuerzo del mismo pueblo indígenas. Por el mismo trabajo los promotores. Como está organizando en cada municipio, en cada comunidad. Como nosotros estamos trabajando. Estamos explicando de cada pueblo que tengan, que mejoran su salud, que tengan su alimentación. Hay que pensar cómo se puede lograr algo, su mejor vida, mejor salud de cada comunidad. Zu den häufigsten Krankheiten in Chiapas zählen Mangelernährung, Bronchitis, Lungenentzündung, Durchfall, Parasiten, Magenschleimhautentzündung, Arthritis und Rheuma. Die Gesundheitspromotoren behandeln die Krankheiten zum einen mit herkömmlichen Medikamenten. Die Zapatistas legen zum anderen aber auch Wert auf natürliche Heilpflanzen, auch weil diese Medizin wesentlich kostengünstiger ist. Ihr Ziel ist es, das jahrhundertealte Wissen über Heilpflanzen in jeder Region zu stärken. No, nosotros estamos organizando. Nosotros estamos avanzando más el trabajo en la salud, pues es por el esfuerzo de nosotros como promotores anterior, que tengamos conocimiento ya. Nosotros estamos capacitando cada comunidad o cada municipio de los promotores. Die Zapatistas erhalten aus dem In- und Ausland Zuwendungen in Form von Geld, Medikamenten, medizinischen Geräten und Ausbildung. Trotzdem fehlt es noch an vielem, bis eine zufriedenstellende Versorgung für alle Menschen der Region gesichert ist. Der Gesundheitsdienst der EZLN wird auch von Personen genutzt, die nicht der Bewegung angehören. Zapatistas werden gratis behandelt. Regierungsanhängerinnen und Anhänger müssen eine geringe Gebühr bezahlen. Diese liegt jedoch deutlich unter den Tarifen herkömmlicher Arztpraxen. Auch der Bildungsbereich ist der zapatistischen Bewegung wichtig. Viele der heutigen Erwachsenen hatten vor 1994 keine Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. Dies gilt besonders für Frauen. Auch heute ist der Schulbesuch nicht allen Kindern möglich, doch der Zugang zur Bildung hat sich deutlich verbessert. El sistema educativo del gobierno es de que en los pueblos, en primer lugar, que había muchas faltas de los maestros, no cumplían con su labor de trabajo, llegaban a trabajar muchas veces de un día, dos días a la semana, luego se regresaban. Y por ese caso, pues, quedaron muchos de los niños o los adultos hasta hoy de que no saben leer ni escribir. ¿Qué pasa tú? Dos, tres.
Y es la educación que impone, porque siempre la educación del gobierno fue quitando todo lo que es nuestra cultura, nuestra creencia, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos. Todo eso, el respeto hacia los ancianos, hacia los mayores, pues, todo eso fue quitando, como que la educación fue dando otras ideas. Nos dimos cuenta de que todos los que salen a estudiar en la ciudad, pues, se avergüenzan de hablar con sus padres, porque sus padres, pues, son indígenas. Seit Jahren bemühen sich die Zapatistas um ein eigenes Bildungssystem. Dazu bilden sie, wie im Gesundheitssektor, Promotorinnen und Promotoren aus. Diese unterrichten sowohl in der lokalen indigenen Sprache als auch auf Spanisch. Zu den Fächern zählen Lesen, Schreiben, Mathematik, politische Bildung, Gesundheit, Geografie, Sport, Geschichte, Natur und Kultur. Es un papel muy importante que juega la educación en la autonomía, por lo que, como decía en el principio, que si el gobierno desconoció todo lo que es la autonomía de los pueblos indígenas, ahora la educación autónoma pues va recogiendo todos esos valores de los pueblos. O sea, desde pequeño los niños como que van aprendiendo de lo que los mayores han perdido desde hace mucho tiempo. Se va aprendiendo lo que es nuestra propia cultura, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, el respeto hacia los mayores, o sea, hacia la humanidad y hacia la naturaleza. Die Unterrichtsmethoden und Materialien sind in den zapatistischen Regionen durchaus unterschiedlich. Gemeinsam ist ihnen die Beteiligung der Bevölkerung bei der Festlegung der Lehrinhalte. Es una educación participativa, es una educación de que sí, los mismos pueblos deciden, o sea, en qué forma se puede educar los niños. Y es una educación donde le da mucha participación a los niños, a los adultos, a los ancianos y a todo, o sea, a las mujeres. Le damos mucha, mucha importancia. Weiterführende Schulen gibt es erst in wenigen Gemeinden. Der Aufbau des Bildungssystems geht jedoch weiter. Der zentrale Bereich der zapatistischen Bewegung ist die Landwirtschaft. Vor 1994 besaßen die indigenen Familien nur wenig Land, zumeist an den steilen Berghängen. Der ebene, gut zu bebauende Boden lag in den Händen der Großgrundbesitzer. Auf ihren Fincas arbeiteten Zehntausende Indigene in einem Zustand der Lohnsklaverei. Daher hat die Besetzung von über 600 Ländereien eine hohe Bedeutung für die Menschen. Im Zuge des Aufstands verteilten die Zapatistas das Land an tausende Familien. Dort bauten sie in den folgenden Jahren ihre Gemeinden auf. Heute leben die Zapatistas in ihren Siedlungen und Dörfern in Selbstverwaltung.
De, antes del 94, pues la vida muy difícil. Porque gente, o sea, en cada comunidad, pues hay gente que no hay donde trabajar. Porque todo lo que es del plan es de aquí, pues el que tiene ocupados los finqueros. Por eso la gente, pues no hay cómo trabajar donde puedes hacer sus trabajos. Siempre se van a buscar trabajo con los finqueros. Ese es el que más jodido antes. Pero ahora ya no, porque ya tiene sus pedazos de tierra. Seit dem Abzug der Großgrundbesitzer verfügen die Zapatistas nun auch über fruchtbares Land an Flussufern. Auf Monokulturen verzichten sie weitgehend. Stattdessen setzen sie, wie hier, auf Vielfalt. Mais, Bohnen, Kürbisse und Süßkartoffeln wachsen nebeneinander auf den Feldern. Auch den Einsatz von Chemikalien vermeiden viele Zapatistas. Damit fördern sie den ökologischen Anbau und verhindern gleichzeitig eine Abhängigkeit von Chemiekonzernen. Por ejemplo, la tierra lo conservamos porque es nuestra madre. Entonces, nosotros lo vemos que es triste cuando poco a poco se va acabando lo que daba la tierra. Por ejemplo, hay partes donde ya no se produce el maíz o el frijol o la calabaza que se daba antes, porque se empezó a echarle mucho insecticida, mucho pesticida. ¿Sí? Pero eso antes no pasaba, porque antes no llegaba aquí esos tipos de veneno. Entonces, por eso nosotros, como base de apoyo, estamos trabajando, pues, creando conciencia y formando promotores de agroecología para evitar eso de que se quede, pues, pobre la tierra, ¿sí? Für die bäuerliche Bevölkerung ist das Land überlebenswichtig. Die Hauptanbauprodukte sind Mais und Bohnen. Der Großteil der Ernte ist für den Eigenverbrauch bestimmt. Die Marktpreise fallen seit dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens NAFTA erheblich. Zudem sind die Wege zum nächsten Markt oder Laden oft sehr weit. Die Transportkosten würden die Einnahmen wesentlich übersteigen. Mit regionalen Vermarktungsstrukturen bemüht sich die Bewegung um weitere Unabhängigkeit. Regierung und Parteien versuchen, die Zapatistas auf ihre Seite zu ziehen. Durch Schenkungen von Saatgut, Dünger, Pestiziden, Vieh, Alkohol und Geld zielen sie auf eine Spaltung der Bewegung ab. Doch die Zapatistas nehmen nichts von der Regierung an. Zu oft hat die Regierung sie enttäuscht oder ignoriert. Sie bauen ihre Strukturen mit eigenen Mitteln und Spenden von solidarischen Gruppen auf. In der Etappe der Resistencia, pues los pueblos se deciden a no aceptar nada del gobierno. O sea, ni proyectos, ni dinero, ni despensa, ningún apoyo, pues, el pueblo acepta. Entonces, con eso, pues, empieza a organizar, a crear esa bodega, pero con la participación de los 7 municipios. Con ese trabajo, se ha podido avanzar dentro de ese mismo área de la bodega. En el de esa bodega pues ya también se ha sacado lo que es la ganancia del dinero. ¿Para qué? Pues para que
darle a otros municipios, digamos, más atrasados en la producción. Auch im Regionalladen arbeiten die Zapatistas gemeinschaftlich zusammen. Sie kommen aus verschiedenen Landkreisen und wechseln sich ab. Das Sortiment besteht aus Schreibwaren, Musik, Lebensmitteln, Kleidung und Werkzeugen. Aber nicht alle sind mit den zapatistischen Projekten einverstanden. So haben Regierungsanhänger den Laden bereits angegriffen und zerstört. Doch die Zapatistas machen weiter. Sie haben nach wie vor die Hoffnung, dass die kollektiven Strukturen auch Nicht-Zapatistas überzeugen werden. La gente, pues, que no es zapatista, pues se arrima a la tienda para comprar, porque ahí se, o sea, ahí consiguen productos más baratos comparado con los demás. Entonces hay una, o sea, en ese lado, pues le hemos ganado la confianza a la gente. No es una tienda zapatista, pero que no es nada más para los zapatistas, es para todos. Entonces vemos, creo que con esa forma de trabajar, o en la forma de organizar, se vaya convenciendo la gente. Se vaya convenciendo dependiendo también nuestra actitud, pero siempre estamos claros, nosotros no estamos en contra de nuestros hermanos, pues no estamos construyendo algo mejor, un mundo donde pues la justicia sea para todos. Wir fahren ins Hochland von Chiapas. Wie in anderen Regionen bauen die Zapatistas hier kollektive Produktionsbereiche auf. So haben sie neben Kunsthandwerk und Kaffeekooperativen eine eigene Schuhmanufaktur im Caracol Oventic gegründet. Pues el proceso de un zapato son cinco procesos, que es el cortado, el maquinado, el montado, el ensuelado y el adornado. Tratamos de hacer el trabajo en forma bien organizada y bien decidida. Claro, aquí siempre ha habido pues detalles, ha habido pues algunos obstáculos, pero eso es normal cuando uno se trabaja así en forma colectiva. Y en eso no nos ha desanimado, no nos ha detenido pues de trabajar. Al contrario, hemos buscado la manera de poder resolver nuestros problemas internos dentro de la fábrica, ¿sí? Die fertigen Schuhe verkaufen die Zapatistas in der Region sowie über alternative Handelswege im In- und Ausland. Die Einnahmen fließen wieder in das Kollektiv zurück. Auch die Frauen haben sich zusammengeschlossen, um ihre eigenen Projekte aufzubauen. In Kuschulcha betreiben sie ein kleines Restaurant. Die Frauen sind sich sicher, dass sie durch ihre Projekte mehr Selbstständigkeit erreichen. Hemos decidido formar este colectivo de mujeres porque es la única forma de cómo trabajar en colectivo con todas las mujeres. Y es la única forma como nos apoyamos en la resistencia porque nosotras no estamos
dependiendo del gobierno, sino que dependemos de nosotras mismas. Am Restaurantbetrieb nehmen Frauen aus 7 autonomen Landkreisen teil. Die Köchinnen wechseln sich alle 6 Tage ab. Eine Frau übernimmt für jeweils 15 Tage die Koordination. No tenemos muchos recursos para empezar así grandes, empezamos chiquito, por eso no podemos todavía distribuir en cada municipio, pero con el tiempo que ya vemos que sí ya se puede, ya vamos a distribuir en cada municipio para que tengan trabajo ahí en el municipio también. En los municipios, en las comunidades de los municipios, ahí hay trabajos colectivos de las compañeras. O sea, a veces se forman un trabajo y de ahí cuando ya tienen un poco de dinero invierten a otro trabajo. Y así vamos a ir trabajando poco a poco con las mujeres, pero con el mismo esfuerzo de las mujeres juntan el dinero. In anderen Bereichen bauen die zapatistischen Frauen weitere Projekte auf. So stellen sie ein breites Sortiment von kunsthandwerklichen Produkten her und vermarkten diese. Alle diese Anstrengungen zielen darauf ab, die schwierige Situation der Frauen zu verbessern. Viele Frauen haben sich innerhalb der zapatistischen Bewegung organisiert, um im Alltag gegen die traditionelle Diskriminierung anzukämpfen. Denn die Unterdrückung findet auch in den eigenen Gemeinden und Familien statt. Kurz vor Beginn des Aufstands konnten die Frauen die revolutionären Frauengesetze durchsetzen. Diese verbieten jeglichen Drogenkonsum in zapatistischen Gemeinden. Hiermit soll familiäre Gewalt und die Verschwendung der kleinen Einkünfte verhindert werden. Die Gesetze garantieren den Frauen die freie Wahl des Ehepartners, die Entscheidung über die Anzahl der Kinder und die volle Partizipation an allen Aktivitäten der Bewegung. Die Regelungen werden jedoch keineswegs immer eingehalten. La situación de las mujeres indígenas en general, zapatistas o no, es sumamente preocupante. Las indígenas viven en una situación de discriminación tremenda en las comunidades, pero en las comunidades zapatistas hay avances también muy palpables. Esta es una lucha diaria por el rescate de sus, de, no el rescate, por la construcción de sus espacios y por la construcción también de una vida igualitaria. Y justa, ¿no? Sin discriminación hacia ellas. Der Alltag der Frauen ist hart. Sie stehen in der Regel gegen 4 Uhr morgens auf und bereiten das Fladenbrot aus Mais zu, die Tortillas. Sie kümmern sich um die Kinder, holen Wasser und Feuerholz und versorgen die Tiere. Sie erledigen alle Arbeiten, die im Haus anfallen. Im Gegensatz zu den Männern haben die Frauen nicht einmal sonntags frei. Früher war es ihnen auch nicht erlaubt, an Gemeindeversammlungen teilzunehmen. Doch dank ihres beharrlichen Kampfes innerhalb der eigenen Bewegung konnten sie Fortschritte erreichen. Ya hay mujeres que participan dentro de la junta de buen gobierno y hay compañeras que participan dentro de la salud, de la educación. Y como que sí, hay un cambio desde el 94, porque las mujeres sí están participando ya en los trabajos, en las reuniones, como que nos han tomado en cuenta nuestros derechos también.
Doch die Erfolge der Bewegung und die wiedergewonnene Würde der Indigenen sind permanent bedroht. In Chiapas ist über ein Viertel des mexikanischen Heeres stationiert, obwohl dort nur 4% der mexikanischen Bevölkerung leben. Rund 100 Militärcamps umzingeln das Aufstandsgebiet. Die Regierung will damit die zapatistische Selbstverwaltung schwächen und eine Ausbreitung der Rebellion verhindern. Die rund 50.000 Soldaten stellen für Zapatistas und Zivilbevölkerung eine anhaltende Gefährdung dar. In Chiapas herrscht kein offener Bürgerkrieg mehr. Die dort angewandte Strategie der Aufstandsbekämpfung wird als Krieg niederer Intensität bezeichnet. Dieser besteht aus drei Aspekten. Erstens psychologische Kriegsführung und Desinformation, zweitens militärische Repression und drittens paramilitärische Gewalt. Für die Bevölkerung bedeutet das Besetzung und Plünderung von Ländereien, Vertreibung von Tausenden von Indigenen, willkürliche Festnahmen, Folter, Vergewaltigungen, Exekutionen und das Verschwindenlassen von Personen. Auch Prostitution, Drogenmissbrauch und Umweltzerstörung sind mit dem Eindringen der Soldaten stark angestiegen. In einigen Gebieten gab es diese Phänomene zuvor überhaupt nicht. Die Armee erhält von paramilitärischen Gruppen Unterstützung. Diese übernehmen die besonders drastischen Maßnahmen, also solche, die das offizielle Militär nicht durchführen darf. Sobre la represión paramilitar, pues sigue estando, pues en estos lados de este caracol nunca se ha parado, pues sigue habiendo esa organización apoyado con priistas y apoyado con priistas no solo también porque también le dan la libertad de tener armas para chingar al pueblo, para chingar los zapatistas, incluso también a la sociedad civil, pues los soldados, la seguridad pública nunca le dicen nada. Ein Beispiel für paramilitärische Übergriffe und die Zusammenarbeit mit staatlichen Sicherheitskräften ist das Dorf Acteal im Hochland von Chiapas. In der Gemeinde leben die Indigenen der christlich-pazifistischen Abeja-Organisation. Sie teilen die Forderungen der Zapatistas. Am 22. Dezember 1997 ermordeten Paramilitärs in diesem Dorf 45 Menschen auf grausame Weise. Die jährliche Gedenkfeier begleiten viele Menschen aus zahlreichen Ländern. Die Mörder waren Paramilitärs aus benachbarten Dörfern. Obwohl sich die Polizei in unmittelbarer Nähe befand, griff sie nicht ein. Einige beteiligte Lokalpolitiker und Täter wurden inzwischen inhaftiert. Doch die wahren Verantwortlichen sitzen nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen in der hohen Politik und im Militär. Viele Mörder sind bekannt, aber noch immer auf freiem Fuß.
De manera reciente, en el Centro de Derechos Humanos, además, tuvimos el testimonio de un comandante paramilitar, en donde ratifica efectivamente lo que las víctimas, los indígenas, han estado denunciando todos estos años. Cómo son financiados, cómo son uniformados, armados, cómo operan junto con seguridad pública efectivamente, y cómo tienen una relación directa con los altos mandos del ejército en Chiapas. Además de esto, hay un documento de la Secretaría de la Defensa, del ejército mismo, que explica la operación de campaña en Chiapas y menciona explícitamente la creación de grupos paramilitares en apoyo de las operaciones militares en contra de la población civil. Ein weiteres Mittel der Aufstandsbekämpfung sind gezielte Spaltungsversuche. Die Menschen erhalten großzügige Geld- oder Sachspenden, wenn sie die zapatistische Bewegung verlassen. Auch Sabotage und gezielte Desinformation gehören zur Strategie. Die Zapatistas und andere soziale Organisationen leisten zivilen Widerstand. Sie organisieren Proteste, richten Menschenrechtscamps ein, machen Öffentlichkeitsarbeit und unternehmen juristische Anstrengungen zur Bestrafung von Täterinnen und Tätern. Hinter der militärischen Kontrolle stehen nicht nur politische, sondern auch wirtschaftliche Interessen. In den Augen der Regierungen und der Unternehmen gilt die gesamte mittelamerikanische Region als rückständig. Daher soll in mehreren Ländern eine umfassende ökonomische Neugestaltung forciert werden. Eine wichtige Grundlage für die Umstrukturierung der mittelamerikanischen Wirtschaften liefert der Plan Puebla Panama. Der sogenannte PPP ist ein ökonomisches und infrastrukturelles Großprojekt. Er umfasst ausgehend von Puebla die 9 südmexikanischen Bundesstaaten und die 7 mittelamerikanischen Länder bis Panama. Das wichtigste Vorhaben des Plan Puebla Panama ist der Ausbau der Infrastruktur. 95% der Gelder fließen in Straßen, Häfen und Flughäfen, Telekommunikations- und Elektrizitätsleitungen. Gerade der Energiesektor hat eine bedeutende Funktion. Die Konstruktion von über 100 Staudämmen gilt für Politik und Wirtschaft als eine Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung. So soll der infrastrukturelle Ausbau die Wettbewerbsfähigkeit der exportorientierten Land- und Forstwirtschaft, der industriellen Garnelenzucht und der Niedriglohnfabriken erhöhen. Zugleich soll die Tourismusbranche angekurbelt werden. Die zahlreichen Kritikerinnen und Kritiker des Plans glauben nicht an die angepriesene Verbesserung der Lebensverhältnisse. Für sie verschärft der PPP die Ausbeutung von Mensch und Natur. Zudem betrachten sie die anvisierte Bekämpfung der Armut als unglaubwürdig. Denn nur ein Bruchteil des gesamten Budgets sind für Umwelt- und Sozialprojekte vorgesehen. Michael Chamberlain vom Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de las Casas kritisiert die undemokratische Durchsetzung des Plans scharf. Bueno, el Plan Puebla Panamá es un es en sí mismo es es un atentado en contra del pueblo indígena, porque pretende decidir el destino de los recursos naturales en la región, particularmente en la zona indígena de Chiapas, en las zonas indígenas de Oaxaca, es decir, dictadas desde arriba, ¿no? Desde el gobierno mismo y frente a los intereses de grandes empresas transnacionales y nacionales, ¿no? Im Regenwaldgebiet von Chiapas ist besonders die hohe biologische Vielfalt für Pharma-, Agrar- und Gentechnologiekonzerne wie Bayer, Monsanto und Novartis von wirtschaftlichem Interesse. Für die großen Süßwasservorkommen interessieren sich Unternehmen wie Nestlé und Coca-Cola. Im Aufstandsgebiet gibt es überdies reiche Erdölvorkommen und wertvolle Bodenschätze. Die vielfältige, noch intakte Natur soll zudem touristisch genutzt werden.
So gibt es Regierungspläne, an den Kaskaden vom zapatistischen Verwaltungssitz Roberto Barrios einen Golfplatz zu errichten. Die Energie für die Vorhaben in Chiapas soll auch durch Staudämme gesichert werden. Hierzu zählt das geplante Staudammprojekt Boca del Cerro am Fluss Usumacinta. Der staatliche Energieversorger CFE baut bereits Hochspannungsmasten in Richtung des Regenwaldes. Viele Gemeinden sind deshalb von Vertreibung bedroht und wehren sich entschieden gegen die Projekte. Die Zapatistas und viele andere soziale Organisationen weisen auf einen zentralen Punkt hin. Der Plan Puebla Panama zerstört die Lebensgrundlagen der lokalen Bevölkerung. Auf länderübergreifenden Treffen tauschen sie sich aus und koordinieren ihren Protest. Eine wichtige Forderung sind verbindliche Landrechte und echte Beteiligungsmöglichkeiten bei der Gestaltung der gesellschaftlichen Zukunft. Das politische Engagement der Zapatistas geht weit über Chiapas hinaus. Im Juni 2005 kündigte die EZLN eine neue Phase ihres politischen Kampfes an. In einem mehrjährigen Prozess wollen sie ein breites außerparlamentarisches Bündnis aufbauen. Hierzu besuchen zapatistische Delegationen alle mexikanischen Bundesstaaten. Auf Versammlungen diskutieren sie und beraten sich mit der lokalen Bevölkerung. Das Bündnis soll die Situation aller Benachteiligten des Landes verbessern. Ziel ist die Erarbeitung und Durchsetzung einer neuen, antikapitalistischen Verfassung für Mexiko. In Abgrenzung zu den politischen Parteien nennen die Zapatistas ihre Mobilisierung die andere Kampagne. Ihrer Meinung nach sind alle großen Parteien an der Weiterführung der neoliberalen Projekte beteiligt, sind in Korruption und Verbrechen verstrickt und regieren nur zugunsten der Eliten und transnationalen Konzerne. Zahlreiche alternative Medien dokumentieren die Initiative mit Artikeln und Videoclips im Internet. Die andere Kampagne strebt eine basisdemokratische Politik und soziale Mindeststandards für alle Menschen an. Ende 2006 waren bereits über 1000 Gruppierungen aus Mexiko in den Prozess involviert. Neben Arbeiter- und Bauernorganisationen finden sich Frauengruppen, Studierende, indigene Organisationen, Umweltgruppen, Schwulen- und Lesbenorganisationen, Medien- und Kunstkollektive und viele andere. Estamos haciendo algo nuevo, por eso se dice que es otra política, otra forma de hacer política. No se trata de que vamos a homogenizarnos a todos con un símbolo, como decía el compañero, ni con un solo color, ni con solo una idea. International vernetzt sich die Kampagne mit anderen sozialen Bewegungen und Organisationen auf der ganzen Welt. Für 2007 und die folgenden Jahre sind mehrere weltweite Treffen geplant, um die internationalen Netzwerke zu stärken. Ihr Engagement für eine solidarische Gesellschaft fassen die Zapatistas in einer Parole zusammen. Für eine Welt, in die viele Welten passen. Die globale Solidarität mit der Bewegung ist beachtlich. Das zapatistische Politikverständnis hat zahlreiche soziale Organisationen inspiriert. Die Zapatistas ihrerseits solidarisieren sich mit vielen sozialen Bewegungen in anderen Ländern. Zu Treffen wie den Jahresfeiern am 1. Januar kommen viele Menschen aus verschiedenen Ländern zusammen, feiern und tauschen sich aus. Hay mucha solidaridad con la lucha zapatista en el mundo, afortunadamente, y después de más de 10 años de su levantamiento. Esto se da
en situaciones tan distintas y tan lejanas como puede ser Japón, como puede ser Australia, Turquía, Grecia, Alemania, Italia, Francia, en Sudamérica, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en, de verdad, realidades tan distintas en las que hay no solo apoyo solidario concreto, sino el traslado de las ideas políticas zapatistas a sus propias luchas. Bueno, las ideas zapatistas, o sea, el movimiento zapatista ofreció a Europa, como a todo el mundo, otra vez la esperanza. Ya se cree que otro mundo es posible y estamos en este camino, quizás. Hay la influencia, o sea, del movimiento zapatista en Europa es muy grande, ¿no? La consigna zapatista a un mundo donde quepan muchos mundos, ya es una consigna que muchos movimientos en Europa la usan. Wir unterstützen die Zapatistas, weil das für uns eine ganz neue Hoffnung war, 1994, dieser Aufstand, dieser indigenen Bewegung, die da radikal auch das kapitalistische System, den Neoliberalismus, in Frage stellt. Ja, es ist eine Inspirationsquelle in erster Linie, denke ich. Ein Ort, der auch Kraft gibt und der immer wieder Anregungen gibt für Kämpfe in anderen Kontexten, in anderen Regionen. Ich denke mir aber auch, andererseits muss man auch aufpassen, dass man es nicht mystifiziert. Also ich denke, das ist ein altes Problem im Internationalismus, dass man die Tendenz hat, die Kämpfe ganz fern dann auch schön zu färben. Und da würde ich dafür plädieren, dass man da immer auch genau hinguckt und auch solidarisch kritisch hinguckt und sich da nicht allzu fest auch blenden lässt von den, beispielsweise jetzt bei den Zapatisten, von den schönen poetischen Texten, sondern ein bisschen hinter die Fassade auch guckt, und es bleibt dann immer noch sehr spannend. Eine weitere Form der unmittelbaren Solidarität ist die freiwillige Arbeit internationaler Menschenrechtsbeobachterinnen und Beobachter im Konfliktgebiet in Chiapas. Zu den Aufgaben der Menschenrechtsbeobachtung gehört es unter anderem eben für bis zu 3 Wochen in zapatistische Gemeinden zu gehen, dort zu leben, in internationalen Friedenscamps. Es gibt da Vorbereitungsseminare von Carea e.V. in Deutschland, und in Mexiko selber wird man über ein Menschenrechtszentrum oder über die Juntas der guten Regierung direkt in die Gemeinden geschickt und lebt dort eben dann, um durch seine Präsenz vor Übergriffen durch Paramilitärs oder Militärs zu schützen, und aber auch ganz wichtig, um sozusagen die offenen Ohren und Augen der Welt zu sein und die politische Situation dort zu dokumentieren. Und dann haben wir zum Beispiel Militär fotografiert, wenn das vorbeigefahren ist, und die Uhrzeiten und so weiter aufgeschrieben, und diese Sachen geben wir dann zurück ans Menschenrechtszentrum, die dann eben diese Sachen ausarbeiten und für Artikel und so weiter benutzen können. Das ist ein Zweit.
Ich finde es erstens unterstützenswert und total bewundernswert, vor allen Dingen auch, wie viel sie schon aufgebaut haben in ihren 13 Jahren des Aufstandes. Und vor allen Dingen finde ich auch die politischen Ideen und das Politikverständnis der Zapatistas total unterstützenswert. Ganz wichtig finde ich zum Beispiel diese nicht dogmatische Art und Weise. Sie sagen ja, fragend gehen wir voran. Also gestehen Sie sich zu, immer wieder Fehler machen zu können, immer wieder andere Wege einzugeben. Es gibt eben nicht einen vorgeschriebenen Weg, an den sich gehalten werden muss. Und natürlich ist die Bewegung auch nicht widerspruchsfrei. Oder es gibt auch Gemeinden, wo zum Beispiel das autonome Schulsystem sehr gut funktioniert. In anderen wiederum funktioniert es noch nicht so gut oder so. Also es gibt auch da immer wieder noch Probleme. Aber gerade auch das basisdemokratische Rätesystem oder so, wie sie es im Leben umsetzen und wirklich versuchen zu leben, sind tolle Ideen für mich, die ich eben auch gesehen und gelernt habe und auch hier mit in mein Leben hier wieder genommen habe und auch finde, dass man auch hier über eine solidarische Gesellschaft mit diesen Ideen eben nachdenken kann. Die internationale Solidarität und Unterstützung ist vielfältig. Auf diese Weise wächst kontinuierlich ein Netzwerk, das weltweit für eine solidarische Gesellschaft kämpft. Saludamos y agradecemos el apoyo a la solidaridad de muchos miles de hermanos y hermanas nacionales, internacionales, porque así hemos podido resistir y vivir durante 10 años de guerra. Por eso le pedimos que sigan apoyando en lo que puedan. Pero también les pedimos que se organicen y luchen en sus propios pueblos y naciones contra el enemigo común, que es el proyecto y los planes del neoliberalismo. Contra ese hay que luchar sin descanso, porque está dejando en la miseria y el olvido de muchos millones de hermanos en el mundo entero. Es toda nuestra palabra. Democracia, Libertad y Justicia. Gracias. Uno, dos, tres.